Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie man Daten von einem Synology NAS DS2422+RAID 6 Array wiederherstellt. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine sichere und wichtige Daten einrichten, wie Sie tatsächlich gelöschte Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen und wie Sie Dateien wiederherstellen, wenn sich das RAID in einem degradierten Zustand befindet, vollständig zerstört ist oder das NAS abgestürzt ist. Werfen wir einen Blick auf die Feinheiten der Einrichtung und Wiederherstellung mit dem neuesten DSM-7.1 Firmware. Synology ist ein recht beliebter Hersteller von NAS-Speicher-Hardware. Synology Diskstation und Rackstation NAS-Geräte sind in der Regel einfach zu bedienen und in verschiedenen RAID-Konfigurationen erhältlich, darunter RAID 0, RAID 1, 5, 6 und RAID 10. Sie unterstützen auch ihre eigenen Speicherkonfigurationen SFR und SR2. Bei jedem NAS kann es zu einer Reihe von Problemen kommen, die zu Datenverlusten führen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Benutzer tatsächlich einige wichtige Dateien löschen, um es können verschiedene Probleme auftreten, die den Zugriff auf die Daten verhindern oder zum Verlust von Informationen führen. Geräteauswahl, falsche Konfiguration oder Gerätefirmware und so weiter. Die wichtigste Regel beim Verlust des Zugriffs auf Dateien ist, nicht in Panik zu geraten. Falsche Maßnahmen in dieser Phase führen oft zu einem unwiderruflichen Verlust aller Informationen. Wie bei jedem NAS ist es nicht einfach, Ihre Daten wiederherzustellen. Um versehentlich gelöschte Daten oder Dateien von einem nicht funktionierenden NAS wiederherzustellen, benötigen Sie eine spezielle Software, die Ihnen dabei hilft, sie wiederherzustellen. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf den Prozess der RAID-Erstellung und die Änderung des RAID-Levels bei dieser Art von NAS werfen. Der Erstellungsprozess wird Ihnen helfen, zu verstehen, wie RAID funktioniert, was den Wiederaufbau erleichtert. Wenn Sie neue Laufwerke an das NAS anschließen, müssen Sie das Betriebssystem installieren und das NAS zum ersten Mal einrichten. Nach der Installation und Inbetriebnahme werden Sie vom System aufgefordert, den neuen Speicherpool zu konfigurieren. Hier müssen Sie den gewünschten RAID-Level auswählen. Die Festplatte angeben, aus denen der zukünftige Array bestehen soll. Das Volumen des neuen Speichers und das Dateisystem. Überprüfen Sie alle Parameter und drücken Sie zur Bestätigung auf Übernehmen. Der Prozess der Erstellung und Optimierung des Festplatten-Arrays beginnt nun. Nach Fertigstellung erhalten Sie ein neues Volumen mit der angegebenen Kapazität. Um den RAID-Level zu ändern, müssen Sie das vorhandene Volumen löschen. Dadurch werden alle Daten von den Laufwerken entfernt. Ein Wiederbau des Disk-Arrays ist ohne Formatierung der Laufwerke nicht möglich. Öffnen Sie dazu Menü Speichermanager. Speicherpool. Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Entfernen und bestätigen Sie erneut. Dadurch werden der Speicherpool und das Volumen sowie alle Dateien von den Laufwerken entfernt. Klicken Sie anschließend auf Erstellen und Starten, um ein neues RAID zu erstellen. Wählen Sie als nächstes den RAID-Level. Dann Festplattenvolumen und das System das anwenden. Damit wird ein neuer Datenträger erstellt. Nun können Sie einen Netzwerkordner erstellen, Berechtigungen konfigurieren und Daten hochladen.
Wenn Sie vergleichlich wichtige Daten aus dem gemeinsamen Ordner löschen, können Sie sie über den Papierkorb wiederherstellen. Wenn Sie einen öffentlichen Ordner erstellen, ist die Papierkorb-Funktion in den Einstellungen standardmäßig aktiviert. Sie können Sie vergleichlich gelöschte Dateien ohne die Hilfe einer Drittanbieter-Software wiederherstellen. Um zu sehen, ob die Funktion aktiviert ist, gehen Sie zu Systemsteuerung, gemeinsamer Ordner, wählen Sie den Ordner, aus dem Sie Dateien gelöscht haben und klicken Sie auf Bearbeiten. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Papierkorb aktivieren aktiviert ist. Um Dateien auf dem Papierkorb wiederherzustellen, starten Sie File-Session und navigieren Sie zu dem Ordner, aus dem Sie wichtige Dateien gelöscht haben. Öffnen Sie dann den Unterordner Recycle, suchen Sie hier die gelöschten Dateien, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Datei oder den Ordner und wählen Sie Wiederherstellen und Überschreiben. Wenn die Papierkorb-Funktion für einen bestimmten Netzwerkordner deaktiviert ist, versuchen Sie, die gelöschten Daten aus einem Backup wiederherzustellen. Standardmäßig ist keine Backup-Software installiert. Wenn Sie zuvor ein Sicherungsprogramm installiert und konfiguriert haben, können Sie möglicherweise Daten aus diesem wiederherstellen. In der Paketzentrale sind viele Dienstprogramme zur Sicherung Ihrer Daten verfügbar. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Hyper-Backup eine Sicherung einrichten und gelöschte Dateien wiederherstellen können. Mit diesem Dienstprogramm können Sie verschiedene Dateitypen wie Systemkonfiguration, Anwendungen, Pakete und freigegebene Ordner auf Ihren Synology NAS sichern, entweder auf geplanten oder manueller Basis. Die gesicherten Daten werden in einer eigenen Datenbank gespeichert, die einfach angezeigt, wiederhergestellt oder heruntergeladen werden kann. Mit Hyper-Backup können Sie die Paketeinstellungen und Daten zu einem führenden Zeitpunkt wiederherstellen. Wenn Sie zuvor ein Backup erstellt haben, können Sie die benötigten Daten aus dem Backup wiederherstellen. Gehen Sie dazu in das Design-Menü und starten Sie Hyper-Backup. Klicken Sie im Hyper-Backup-Fenster auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie Daten aus der Liste und geben Sie den Sicherungsordner und den Wiederherstellungsort an. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Status des Ordners auf das Datum der Sicherung geändert. Wenn Sie die Papierkorb-Funktion nicht aktiviert haben, kein Backup eingerichtet haben oder den Zugriff auf die Laufwerke im Array verloren haben, das RAID aufgrund eines NAS-Ausfalls gestört wurde, kann Ihnen eine Datenwiederherstellungssoftware helfen, Ihre Dateien wiederherzustellen. Laden Sie Hetman RAID Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Das Programm stellt die Festplatte des abgestürzten RAID wieder her und Sie können die restlichen Daten wiederherstellen. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, müssen Sie die Festplatten aus dem NAS entfernen und sie an das Motherboard eines Windows-Computers anschließen. Falls Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie die speziellen Adapter und Splitter, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen können. Wenn Sie die Laufwerke aus dem NAS entfernen, denken Sie daran, sie zu nummerieren, damit sie beim erneuten Anschließen nicht vertauscht werden. Sie benötigen außerdem einen Speicherplatz, der den Menge der wiederherzustellenden Daten entspricht. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Und abhängig davon, ob Ihr Synology NAS Standard RAID oder die Synology Hybrid RAID Konfiguration verwendet, wird beide unterstützt. Wenn Sie die Laufwerke an Ihren PC anschließen, fordert das System Sie möglicherweise auf, sie für die zukünftige Verwendung zu initialisieren oder zu formatieren. Akzeptieren Sie dies unter keinen Umständen. Sie können die verbleibenden Informationen auf dem Laufwerk vollständig verlieren oder der Wiederherstellungsprozess wird sich schwierig gestalten. Um die Dateien wieder zu finden, führen Sie eine Datenträgeranalyse durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie Öffnen. Im nächsten Schritt wählen Sie die Art der Analyse, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Wenn das NAS ausgefallen ist und die Software ein RAID korrekt erstellt hat, reicht ein Schnellscan aus.
Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die wiederherstellenden Dateien befanden. Zuvor gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet und der Inhalt aller Dateien, einschließlich Videos und Dokumente, kann im Vorschaufenster angezeigt werden. Markieren Sie alle Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort, ein Laufwerk oder einen Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach Abschluss des Vorgangs befanden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Um beschädigte Laufwerke sicher nutzen zu können, enthält die Software eine Funktion zur Analyse von Disk-Image. Dadurch werden Ihre Festplatten weniger belastet und die Lebensdauer beschädigter Laufwerke wird verlängert. Wenn Sie also einen Backup haben, können Sie tatsächlich gelöschte Dateien daraus wiederherstellen, aber wenn Ihr Gerät abgestürzt ist, können Sie Hetman-Red Recovery verwenden. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.